Glück auf, Schatz aus dem Schacht, und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr euch einen Wecker stellt und ihr hört ihn einfach nicht? Ich hasse das. Das ist mir zum Beispiel heute früh wieder passiert. Ich wollte unbedingt zeitig aufstehen, weil ich noch ein bisschen was machen wollte. Natürlich auch dieses Video aufnehmen, weil ich ein paar Infos für euch habe. Und ich wach so spät auf, dass der halbe Tag schon wieder gelaufen ist. Und sowas kotzt mich richtig an, wenn ich mir einen Wecker stelle und ich höre ihn einfach nicht. Naja, egal. Ich habe heute mal ein paar Infos mit. Denn ich bin jetzt nächste Woche nicht da. Also wenn ihr das Video seht, bin ich gerade auf dem Weg zu meinen Eltern in die neue Heimat. Wir werden dort wieder ein bisschen am Haus bauen. Natürlich werde ich euch auf jeden Fall wieder ein Video dazu machen, wie weit wir sind, wie der Stand momentan ist, wie das Ganze so aussieht halt. Und dann werde ich mit meiner Freundin auf die Büchermesse gehen. Viele werden sich jetzt denken, ja toll, Blacky geht auf die Büchermesse. Ich werde euch natürlich jetzt keinen ewig langen Bericht von der Büchermesse machen. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, sondern eher meine Freundin ihr Ding. Denn sie will ja auch mit YouTube anfangen, das soll so ihr Startvideo werden. Sie hat da Pressetickets bekommen oder generell Tickets bekommen von einem Verlag, für den die da hingeht. Und ja, dann macht die halt da so ein paar Aufnahmen. Und ich werde trotzdem das Ganze halt filmen, erstens für sie und zweitens auch für mich. Denn ich werde euch dann mal so die lustigsten Momente rausschneiden oder auch so, wo wir pennen und so weiter und so fort. Machen wir so ein kleines Real-Life-Video. Ich glaube, da werdet ihr auch das erste Mal meine Freundin sehen, wie sie halt richtig aussieht. Ich weiß gar nicht, ob der ein oder andere sie vielleicht schon gesehen hat, der mich jetzt nicht im Real-Life kennt, sondern irgendwie in einem Video. Kann mich gar nicht dran erinnern, ob die mal dabei gewesen ist. Wird auf jeden Fall eine ganz lustige Sache, denn meine Freundin ist auch so ein kleiner Tollquatsch manchmal, da kann man bestimmt auch viel lachen. Und vielleicht werden wir abends irgendwie noch in die Stadt gehen und das werde ich natürlich dann auch aufnehmen, so dass ihr auf jeden Fall mal wieder ein richtig geiles Real-Life-Video von mir seht und natürlich halt das, wo ich euch einfach nochmal kurz unser Haus vorstelle. Ja, was gibt's sonst aktuell Neues? Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für das Feedback bei dem letzten Video. Ich werde natürlich auf jeden Fall Real-Life-Stories dann weiterbringen, so viele wie sich das gewünscht haben. Ich werde es aber nicht zu oft machen, weil es soll halt auch was Besonderes bleiben. Und zum anderen ist es mir besonders wichtig, dass ich euch wirklich bloß Stories erzähle, die ich auch erlebt habe. Nicht, dass ich mir dann irgendwas ausdenken muss. Es gibt da ja so komische Sachen manchmal im Internet oder auf YouTube, wo sich die Leute irgendwas ausdenken. Ich denke mir, die Geschichte hast du aber eigentlich irgendwo mal gelesen. Die klingt eher wie nacherzählt als selbst erlebt. Ich will euch auf jeden Fall halt Stories erzählen, die ich wirklich erlebt habe. Und deshalb wird es halt nicht zu oft kommen, weil so viel kann man ja dann auch nicht erleben. Ja, ansonsten, unten in der Beschreibung habe ich euch noch einen Link gepostet, beziehungsweise reingehauen. Und zwar schreiben mich immer viele an, ey Blacky, kennst du irgendeinen Mutter? Ich suche einen und bla bla bla. Ja, ich kenne einen, der sogar safe ist, also da könnt ihr euch 100%ig drauf verlassen. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung, schreibt ihn einfach an. Er macht aber nur Xbox und ja, was preislich so ist, müsst ihr halt mit ihm verhandeln. Ich wollte es bloß mal angesprochen haben, weil wenn ich irgendwie immer 100 Nachrichten auf Facebook und Skype und so weiter beantworten muss, ist halt ziemlich nervig, deshalb werde ich ihn jetzt einfach mal unten verlinken. Ja, ansonsten sollte es auch eigentlich schon wieder fast gewesen sein. Ich wollte halt bloß noch einen Satz loswerden. Und zwar, wenn ihr vielleicht irgendwie jetzt in der nächsten Zukunft mal einen Tag habt, wo ich kein Video hochlade, dann bitte verzeiht mir das einfach, weil momentan Umzug, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund sieht, da stehen schon einige Kartons und so weiter, ist es halt echt schwierig, Videos zu machen. Es ist der Umzug, wir müssen das Haus fertig bauen und der neue Job geht dann los. Und es ist halt wirklich momentan so richtig viel, was ich zu tun habe. Und deshalb ist es manchmal ein bisschen schwierig, irgendwie das Video noch dazwischen zu quetschen. Ich werde zwar auf jeden Fall immer versuchen, aber wenn mal kein Video kommt, hoffe ich natürlich, dass ihr mir trotzdem treu bleibt und beim nächsten Video auf jeden Fall wieder einschaltet. Das wollte ich bloß noch loswerden, weil mir das mega wichtig ist. Nicht, dass ich jetzt, wenn ich den Umzug mache, irgendwie mein Channel halt ein bisschen im Bach runtergeht, weil ich halt nicht mehr ganz so aktiv sein werde. Dafür könnt ihr euch sicher sein, dass wenn der Umzug fertig ist, dass es dann richtig losgeht. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar richtig geile Projekte am Start. Ich habe noch so viel vor mit euch. Es kommen Streams, wenn alles mit meiner Internetleitung klappt und so weiter. Also ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Wenn der Umzug vorbei ist, geht es dann wieder richtig in die Vollen und wahrscheinlich noch besser, als wie ihr es bis jetzt gesehen habt. Ja, das war es jetzt auch eigentlich so, was ich raushalten wollte. Wie gesagt, nur ein paar kurze Infos. Ich sehe auch, das Ganze geht schon wieder fast 5 Minuten. Ich labe einfach viel zu viel. Ist auch scheißegal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Almas.